Ja, als eine wesentliche Größe, die die Helligkeit im Radarbild mit beeinflusst, hatten wir bereits den Speckle besprochen, also die Helligkeitsvariationen, diesen Salz- und Pfeffereffekt, der durch die kohärente Addition der Rückstreuung von Einzelobjekten innerhalb einer Auflösungszelle zustande kommt. Davon muss man ganz klar unterscheiden, das Rauschen, das ein Sensor selbst generiert und das auch nicht unberücksichtigt bleiben darf, wenn es um die Auswertung von Radardaten geht. Also jeder Radarsensor, jede Antenne sorgt letzten Endes immer dafür, dass auch so ein gewisses Eigenrauschen erzeugt und auch aufgezeichnet wird. Ja, selbst wenn von der Erdoberfläche kein Signal zurückgestreut wird, selbst wenn sämtliche Energie weg vom Sensor gestreut wird und der Sensor vom Erdboden keine Energie mehr empfängt, wird die empfangene Energieleistung niemals null sein, weil letzten Endes der Sensor die selbst erzeugte Energie, die selbst erzeugten elektromagnetischen Wellen, die nicht von der Antenne kommen, sondern durch beispielsweise Stromflüsse in den elektrischen Leitern innerhalb des Satelliten, innerhalb des Systems, ja, die elektromagnetischen Wellen, die da ausgesendet werden, die werden eben von der Antenne zum Teil auch aufgefangen und digitalisiert. Es ist natürlich immer wünschenswert, diesen sogenannten Noise Floor, also dieses Grundrauschen, so gering zu halten, wie es nur geht. Weil bei einem möglichst geringen Noise Floor ich auch ganz geringe Rückstreusignale von der Erdoberfläche noch auswerten kann. Aber dennoch wird es bei jedem Radarsatelliten immer einen solchen Noise Floor geben. Dieser Noise Floor, also dieses Minimalrauschen, was der Sensor mit sich bringt, ist immer angegeben. Man muss sich dann dementsprechend mit den, ja, mit den Eigenschaften des Sensors auseinandersetzen, die sind publiziert und kann diesen Noise Floor daraus ermitteln und kann dann vergleichen den Datensatz, den man selbst irgendwo herbezogen hat, liegen meine Rückstreuintensitätswerte wirklich über dem Noise Floor. Sobald ich sehr nah an den Noise Floor herankomme, kann sich das Rauschen, das Eigenrauschen des Sensors auch tatsächlich mit auf die Daten auswirken, die ich am Ende auswerten möchte. Das ist, wenn es um die Rückstreuintensität geht, nicht allzu dramatisch. Ja. Ich habe dann eben ganz einfach einen Minimalwert an Rückstreuintensitäten und niedriger messen kann ich schlicht und einfach nicht. Der zweite Parameter, der aber für viele Anwendungen auch eine Rolle spielt, die interferometrische oder die polarimetrische Phase, also die Phaseninformation als solche, ist aber ebenso vom Eigenrauschen des Satelliten beeinflusst. Und die Phase wird stets gemessen zwischen 0 und 2 Pi. Es gibt in dem Sinne also keinen niedrigen Phasenwert. Die Phase, egal ob sie 0 oder 2 Pi ist oder irgendwo dazwischen, es ist immer ein absoluter Messwert und ich kann anhand der Phasenmessung selbst keine Aussage treffen, ob es sich um einen korrekten Phasenwert handelt oder um einen zufälligen Phasenwert, der ganz einfach dadurch zustande kam, dass ich keine ausreichende Rückstreuintensität von der Erdoberfläche bekommen habe und quasi nur anhand des Eigenrauschens des Sensors einen Phasenwert gemessen habe. Also letzten Endes würde ich dann, wenn ich polarimetrische oder interferometrische Auswertungen machen würde, ganz einfach diese Auswertung basieren lassen, rein auf dem Phasenrauschen des Sensors. Und das ist natürlich nicht sinnvoll. Man sollte dann eben, wenn man Richtung Polarimetrie, Interferometrie oder noch fortgeschrittenere Auswerteverfahren geht, schauen, dass diese Auswertungen nur für Flächen stattfinden, für die hinreichend hohe Rückstreuintensitäten gemessen wurden. Hinreichend hoch heißt in dem Fall doch einiges höher als der vom Hersteller angegebene Noise Floor.